Saisonrückblick. Hier, ich bin Starke Ranzo, ehemals Starke Ranzo, Entschuldigung, jetzt der ZFE Ranzo. Saisonrückblick, 23. Teilsaison, Sims 2 ORC. Ich würde das ein bisschen Revue passieren lassen, wie die Anfänge in F1 2021 für mich waren. Ihr seht hier den McLaren. Warum McLaren? Weil mein Teamkollege die Autos ausgesucht hat, der Stefan. Bruder, ich liebe dich so sehr, aber du hast einen scheiß Autogeschmack. Ich muss dazu sagen, mir wurde mein Lieblingsauto gestohlen von Sonne Clausen, dem Ausstiegsverweigerer. Skandal. Und ich wollte eigentlich in die Sim 3. Ich habe wie immer die Admins um Rat gebeten und habe gefragt, ob das möglich ist. Es gab eine kurze Antwort. Definitiv nein. Ja, und damit gehen wir halt in die Sim 2 rein. Eine Sim 2, die vorher als stärkste Sim 2 galt, sich aber irgendwie nie so tatsächlich wie die stärkste Sim 2 angefühlt hat. Ja, was genau? Darauf werden wir noch später eingehen. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den Rennstrecken tatsächlich und zum Rennkalender. Und das ging eigentlich, war es ein guter, also vorne raus ein sehr, sehr starker Rennkalender, hinten raus, ja, red mal nicht drüber. Aber seht selbst, seht selbst. Ja, ihr habt selbst gesehen, was die Strecken waren. Fing gut an. Ungarn, Belgien, Sandford, Russland, Japan und hörte halt sehr, sehr schlecht auf. USA, Brasilien, Mexiko. Nicht so meine Favoriten. Aber ich würde sagen, wir gehen rein direkt in Rennen Nummer 1 in Ungarn. Und da gibt es eine kleine Besonderheit. Denn tatsächlich ist mir ja zum Ende der letzten Saison mein geliebtes Fanatec kaputt gegangen. Ich musste das einschicken, war 6 Wochen ohne. Und während sich alle vorbereiten konnten auf die neue Saison mit Training ohne Ende, da habe ich noch eine kleine Trainingsmontage für euch von den anderen.
So, da habt ihr eine kleine Trainingsmontage gesehen von den anderen. Für mich hieß es Däumchen drehen, weil ich tatsächlich ja, das Spiel noch nie gekauft hatte, weil ich es halt nie brauchte, weil ich kein Lenkrad hatte und mit Pad wollte ich nicht fahren. Und hab halt warten müssen. Und ich warte nie gerne. Der Freund von meiner Schwester hatte dann tatsächlich zu Hause noch ein altes G29 rumliegen. Da habe ich gesagt, gib mir das, ich will jetzt fahren. Ach, was für eine Rotze. Also, wenn man Fanatec gewohnt ist und dann sowas kriegt, Katastrophe. Konnte mich halt nicht wirklich einschießen. Hatte dann einen Tag vorm Rennen, kam dann mein Fanatec wieder, hatte quasi so einen halben Tag Vorbereitung. Und ja, was draus geworden ist, das seht ihr dann jetzt hier. Ja, Qualifikation, nur für P15 gereicht. Ihr wisst, oder jeder, der mich kennt, weiß, dass ich im Quali nicht so stark bin, aber in diesem Teil hat das neue Dimensionen angenommen. Aber ja, wie starten wir rein in die neue Saison? Das wird die Frage, 23. Teilsaison, ab geht's. Wir starten auf den Medium, Rulof, der Ingo vor uns. Ja, ihr seht's, Start. Ja, bist du auf einmal Vorletzter. Weil starten, ich hab's immer noch nie raus tatsächlich. So, versuchen wir uns auch außen zu platzieren damals. Erschien uns als Beste. Hier haben wir Faito, damals Rookie, jetzt Stammfahrer in der Sim 3. Guter Kerl. So, jetzt bumsen wir den Tristan ein bisschen an. Ich stehe halt so auf engen Körperkontakt. Ja, und ordnen uns erstmal auf P18 ein. So, dann irgendwann Runde 5 kommt ein Safety Car. Ja. Ist dann weiter nichts passiert. Runde 13. Ja, bin ich dann halt abgeflogen. DNF. Hab selber nicht viel erwartet tatsächlich. Kommen wir zu Rennen Nummer 2. Rennen Nummer 2 war dann in Belgien. Und Belgien ist eine meiner Lieblingsstrecken, wirklich. Aber was sie in Belgien in dem Spiel gemacht haben, die haben diese Strecke kastriert. Und ja, hatte halt so meine Probleme, wusste halt wieder nie, wo es stand. Hab mich halt übelst langsam gefühlt. Und ja, was draus geworden ist, das sehen wir jetzt. Ja, hier eine kleine Szene. Qualifying auf einer meiner schnellen Runden. Oder weil ich hab vorher alle Schüsse verkackt. Ja, da ist leider der Birre Racing, der Fabi und... Ach, komm schon, Fabi, da geht's doch rein. Ja, ist passiert. Hab mich natürlich aufgeregt. Das ist normal. Gehen wir rein ins Rennen von P17. Ja. Und wir entscheiden uns für die innere Seitenlinie, weil ich habe da immer gute Erfahrungen mitgemacht. Boah, und hier, ich stehe halt auf Hinterteile. Ja, bist du Letzter. Starten kann ich halt nicht. Wir machen einen Sprung, Runde 7, im Training nieder drauf gedreht. Ja, war aber schon vorgefahren, wie ihr gesehen habt, auf P6, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. So, dann fing es an mit Regnen und ja, im Regen die Reifen. Katastrophal, hier macht man einen mega geilen Platztausch mit meinem Teamkollegen. Also, das ist vorn, das sind zwei Könner am Werk, einfach um die anderen zu blockieren, haben wir das gemacht. Sehr. Ja. Er gibt mir die 5 Sekunden Stopp, ich war bei meine Reaktion habt ihr gehört? Was ein Bullshit, ich war auf 80 km/h, ihr habt das gesehen. Blödes Spiel. Aber sollte sich wie ein roter Faden durchziehen. So, ja. Jetzt passiert mir nämlich noch ein Missgeschick. Also, wie verpeilt kann man eigentlich sein? Weil ich vergesse jetzt den Begrenzer auszumachen. Ich war vor Sonne. Und ich vergesse jetzt den Begrenzer rauszumachen. Wunder mich, warum hier nichts geht. Sonne Klausen fährt vorbei. Toll, danke. Danke für nichts. Danke für nichts. Ja. Ich krieg da ein paar Kommentare mit so und. Ihr dürft mir alles, was ich sage, im Rennen ernst nehmen. Nur mal vorne weggenommen. So, jetzt kommt Kasi. Ach, dieser Junge kann einfach keinen Regen. Er kann einfach keinen Regen. Ich kann es mittlerweile auch nicht mehr. Also irgendwie ist es nicht mehr so meine Domäne. In den letzten Teilen war ich da deutlich stärker. In Belgien war, glaube ich, das letzte Regenrennen, wo ich wirklich halbwegs gut performt habe, wie man hier sieht. Hier haben wir dann Fabi, Birre Racing und da sieht man, wie deutlich besser ich kann, schneller ich kann, und das kommentiere ich gleich noch ein bisschen. Wie gesagt, nehmt das alles nicht so ernst, bitte. Ja, jeder, der mich kennt, weiß, wie es gemeint ist. So, eine Runde später haben wir dann, das fand ich damals toll, die sind alle so schlecht durch Rouge gekommen, und ja, holen wir uns den guten Fabi
der leider nicht so viele Rennen die Saison fahren konnte. Das war ein bisschen schade, weil der Fabi ist ein guter. Ist wirklich ein guter. Einer der wenigen in der Sinn 2. So, jetzt fahrt's mal hier Breze. Keine Ahnung, was sie dort in der Rouge gemacht haben, aber ich bin dort mit so viel Geschwindigkeit jedes Mal rausgekommen. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Also wenn man mal überlegt, von wo ich kam, wo ich jetzt wieder stand, also war vielleicht eins meiner besseren Rennen tatsächlich. Ja. Und jetzt. Ja, jetzt kommen wir wieder zu so einem Punkt, der halt auch das widerspiegelt, was ich halt bin, ne? Ein Vollidiot. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und weg. Mein Gott, Breze, das ist zum Kotzen, ey. Reg mich halt tierisch über Breze auf, aber es war meine Schuld. Ganz klar. Rennen Nummer 3. Niederlande. Stanford, schöne Strecke. Wie lief's da? Also jetzt P12, meine beste Startplatzierung in der Saison. So. Wir starten einigermaßen gut, also wir haben es das dann irgendwann mal ein bisschen in den Griff bekommen. Positionieren uns hier außen. Ingo da vor mir, der Rulof. Schade, dass der keine Zeit mehr hat. So, der bremst jetzt hier ein bisschen zu hart ab, fährt schon Flügel an. Und ich habe eigentlich gehofft, dass mein Flügel das überlebt. Aber dem war leider auch nicht so. Ja. Es kommt halt die alternative Boxenstopp-Strategie und dann die Gewissheit. Flügel kaputt. So. Dann haben wir wieder einen Sprung, Runde 22. Du bist abgeschlagen, du bist weit zurück. Ja! Safety Car. Und wie oft hat mich das Safety Car diese Saison wieder zurück ins Rennen gebracht? So, sehen wir jetzt einen Restart. Vor mir wieder der Marc, der Kasi. Ganz witzig, ich bin da noch ein bisschen hinter ihm gefahren und er hatte mich im Rennen gefragt, ob wir die Plätze tauschen sollen, weil ich doch schneller kann. Und ich verneine das. Ich Idiot. Warum? Oh Gott. Check your ja, was soll's. Komm mal halt wieder in die Box. Danke, Martin. Was wie, danke, Martin? Kann nichts dafür, ich konnte nicht mehr ausweisen. Nee, es alles gut. Lief halt die ganze Saison so. Etliche Male Leute sich vor mir gedreht, ich reingekachelt. Zu Unvermögen kommt auch noch Pech dazu. Also, sorry, Martin. Was passiert. Alles, das es läuft eigentlich so wie immer. Letzte Saison hatte ich halt ein bisschen mehr Glück teilweise. Dieses Jahr war es halt dann doch, hat alles im Rhein geklopft, aber volle Kanne. Alles gut, alles gut. So, Sprungrunde 54, wir gehen wieder in die Box. Wollte hier einen Undercut gegen Ingo machen, der hat den Braten gerochen. Und das kommentiere ich gleich, was ich davon halte, dass er den gerochen hat. Ingo, macht doch nicht so einen Scheiß. So, und jetzt halt wieder unkonzentriert, das kickt dann halt immer wieder bei mir rein, ich muss das lernen abzustellen. Ist halt für den Arsch, Rennen gelaufen. Ach, hör doch auf. So, das war Rennen Nummer 3. Jetzt ging es nach Russland, eine Strecke, die ich eigentlich nicht so mag. Aber wir haben auch Neuzugang begrüßt mit Fabio. Ja, den haben wir dann natürlich, so wie es sich für die Sim 2 gehört, herzlich empfangen. Hey, was suchst du denn hier? Ich wollte nur mal so eine Uniform anprobieren. Die wolltest du wohl klauen? Komm, komm. Alarm! Alarm! So, kommen wir zum Start. Wieder von P12. War so langsam mein Stammplatz. Wir kommen am Start ziemlich gut. Für unsere Verhältnisse ziemlich gut weg. Ja, vorne sehen wir Kasi. Lachlach. Vorsichtig. Ja, mal niemanden hinten reinfahren. Haben wir geschafft. Kasi neben uns. Und das ist immer so. Oh, Dennis. Tschüssi.
So. Dennis und ich hatten auch eine besondere Beziehung diese Saison. Darauf gehen wir auch noch ein. So, jetzt Runde 11. Das war so ein Moment, da war ich wieder nicht drauf stolz. Also einfach Übermut, Position gut machen, an Sonne dranbleiben. Mega Divebomb gegen Schmalze tat mir damals. Im Rennen war es mir egal, aber nachher, wenn man sich betrachtet. Katastrophe macht man nie, gehört sich nie. Aber ja, that's racing. So, dann hat man Safety Car. Und hinter uns hat Olli mit den Hufen gescharrt. Aber ich habe das nach einem Motto verteidigt. Zurück zu den Schatten! Du kannst nicht vorbei! So. Olli hat sich hier quasi im ersten Versuch die Zähne ausgebissen. Ich habe das ziemlich gut verteidigt, fand ich. So, eine Runde später dasselbe Spiel. Olli diesmal wieder, aber ich hier push the button. Push the button, ja. Deutet ein paar Mal einen Spurwechsel an, fahr jetzt hier nochmal in. Olli kommt immer näher, die Pfeile werden rot. Jetzt positioniere ich mich so, dass er halt nie vorbeikommt. Und das ist mir gelungen. So, ja, aber dann springen wir bis in die letzte Runde. Es kam dann nochmal ein Safety Car zum Glück, weil ich war weit abgeschlagen danach, weil ich hätte die Reifen wechseln sollen. So, und bin dann die letzten 5 Runden von P10 jetzt hier auf P5 gefahren. Hier geht es noch um die Position gegen Legendary. Und ja, also gegen Ende vom Rennen, meine Pace war wirklich gut, muss ich sagen. Olli blinkt hier. Jo, und wir können dank DRS natürlich hier vorbeigehen, bremsen auch noch ein bisschen spät. Und ja, am Ende wird's P6. Und ich habe das auf meine ganz spezielle Art damals gefeiert. Die Art gefiel aber allerdings Stefan nicht. ja, in dem Rennen wäre glaube ich auch mehr möglich gewesen, wenn ich in die Box gegangen wäre beim ersten Safety Car. So, und wie ich das gefeiert habe, werdet ihr jetzt hören und was Stefan davon gehalten hat. Saison beendet, ab jetzt brauchst du damit. Martin! Ich hab einen Klassenerhalt, ich hab alles, was ich will. Im Endeffekt hätte ich noch Rennen 4 aufhören sollen. Jetzt gehen wir Rennen 5. Rennen 5 war Japan. Und ich liebe Japan. Also Japan ist eine Strecke, die sehr viel Spaß macht. Besonders der erste Sektor. Total, extrem toll, aber in dem Spiel der erste Sektor leider ein bisschen heikel. Wegen den Curbs. So, wir gehen rein. Wieder P13. Für mehr reicht es einfach im Moment nicht. Bin zu langsam. Sollen wir starten? Olli vor uns direkt. Klausen vor uns. Und wir können am Start, wir drücken, Daniel macht dort die Linie für Olli so ein bisschen zu, dass der innen bleiben muss. Und ich kann hier außen an ihm vorbeigehen. Das war der erste von vielen, die folgen sollten in dem ersten Stint. Weil in diesem ersten Stint, ich bin geflogen. Also ich war ein bisschen verwundert, warum die anderen nicht schneller konnten. Ich war im ersten Sektor schlecht, das lag dem Flügel geschuldet, aber Sektor 2 und 3, das war mein Heiland. Also da war ich ja so OP. So, jetzt sehen wir hier Daniel, der da ein bisschen früh muss. Der bremst jetzt hier und ich gehe Degner 2 außen vorbei. Daniel hat einen kleinen Crash hier, ich gehe vorbei. So, 2 Plätze gut gemacht. So, und dann ging das so weiter und weiter, immer mal so an ein paar vorbei. Jetzt hier Kasi, der da auch ein bisschen mitspielt, muss man sagen. Aber ich fahre jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie viel die Saison ich mit Kasi Rennen fahre und das kommt bei uns sehr selten, also ganz selten kommt es mal zur Berührung. Wir lassen uns den Platz, er innen, ich außen. Das sollte ein anderer Mercedes in dem Rennen nicht mehr machen. Aber da kommen wir drüber. So, jetzt kommen wir zu Oja. Der war seit Russland neu, Ersatzfahrer, Rookie. Ziemlich schnell, aber hier hat er einen Fehler am Ausgang gemacht. Und wir fahren hier einfach vorbei, weil wir den Topspeed hatten tatsächlich. Wir hatten hier den krassen Topspeed-Vorteil. Hier Schmalze, der später aufsteigen sollte, aber auch den Schmalze lassen wir zu dem Zeitpunkt des Rennens einfach stehen. Also wir waren wirklich, wirklich gut. Also mit wir meine ich.
Also Mo, ich bin ja nicht verrückt. Der war wirklich, wirklich gut hier. So, eine Runde später. Der andere Mercedes. Grausinio F1. Also hier macht er es noch clever. Er sieht halt, dass ich wie eine Rakete von hinten angeflügt komme. Und ja, da wehrt sich dann nicht. Warum auch? Ich war halt besser zu dem Zeitpunkt. So, vor auf P3. Kurzzeitig auf P1 dann. Dann bin ich in die Box. Und im Nachgang war es ein Fehler. Ich hätte bis Runde 25 den Medium fahren sollen, weil dann kam ein Safety Car. Ich glaube, das wäre dann, glaube ich, besser gewesen. So, jetzt verarzt man hier auf Fabio einfach aufgrund des Top Speeds. So, machen wir einen Sprung Runde 29. Wir sehen da halt XJ, ebenfalls Rookie, der bei uns Ersatzfahrer gemacht hatte. Danach haben wir den in diesem 1 geschoben, weil wir keinen Bock auf den hatten. Nein, er ist wirklich ein Flotter, sind wir ganz ehrlich. So, jetzt sehen wir hier und auch da im Nachgang einen kleinen Fehler gemacht, glaube ich. Ich drücke jetzt und ich hätte bei Yannick in den Mitschatten gehen müssen, weil er näher war zu mir. Das hätte, glaube ich, noch mehr. So, Yannick geht durch, ich will auch, sehe und das war mir zu heikel. Also, aber auch hier, innen und außen, genug Platz gelassen. Dennis. So, Schmalzel, machen wir jetzt keine... Also gerade in diesem Teil der Strecke war ich einfach absolut krank drauf. Also hier, wir fliegen an Schmalzel vorbei. Hoher Topspeed, ein bisschen gedrückt, Schmalzel wahrscheinlich nie gedrückt. Wollte sich vielleicht noch mitziehen lassen, ich weiß jetzt nicht, was er vorhatte. Ja, und dann was ich mir bis heute nicht erklären kann. Ja, verliere hier nein, das Auto. Nein. Oh, was ist Scheiße, ey. Keine Ahnung, es hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube, wenn das passiert wäre... nie passiert wäre, wäre das nicht passiert. Ich bin dann hinter Harry zurückgefallen. Fahre jetzt hier an Harry wieder vorbei. Das ist noch alles in Ordnung. Aber ich glaube, wenn der Dreher nicht passiert wäre, ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau, soll sich jetzt auch nicht doof anhören, aber ich glaube, ein Podium war drinne. Also mindestens, wenn nicht gar P2 und man kann es mir nicht beweisen, vielleicht sogar einen Sieg. Man weiß es halt nicht. So, jetzt haben wir wieder Olli und es ist halt... krass, wie viel besser ich da rauskomme als er und dann fahren wir vorbei und da vorne sehen wir Grausinio. Gibt's noch einen kleinen Dutcher. So, so und jetzt also die Reaktion jetzt danach aus dem Frust, danach ist sowas passiert, was ich halt in meiner gesamten ORC-Laufbahn so direkt noch nicht gemacht habe, weil ich habe danach einen Rage-Quit vollzogen, weil das war einfach zu viel. Die Enttäuschung war so groß tatsächlich nach dem Rennverlauf. So, fährt jetzt hier Kampflinie, lässt da so wenig Platz und... Mein Gott, Dennis, du bist so ein Vollidiot, Alter. Ey, ohne Scheiß, ey. Ja, halt nicht so gut gelaufen. Rache sollte später folgen. Definitiv. Ich bleib dran. Rennen Nummer 6. Austin. Texas. Ich hab's probiert. Es ging nie. Und deswegen, dass Austin dran war, meine Reaktion. Erforsche deine Gefühle, du weißt, dass es wahr ist. Nein! Austin abgehakt. Als guter Rennleiter war ich trotzdem da für die Ansprache und hab's kommentiert. Es ging weiter in Brasilien und Brasilien und ich, wir mögen uns eigentlich nie, aber es ging tatsächlich in dem Spiel und deswegen gehen wir rein in den Start. P20, weil ich hatte eine Quali-Sperre auf der Vorkommnisse von Japan, völlig okay. So, und wir haben jetzt hier einen Start und ich komme wirklich, wirklich gut weg für meine Verhältnisse. Meine Fresse war das gut. Muss hier natürlich den Fabio, den Iceman ein bisschen ausweichen und jetzt wird es auch ein bisschen analytischer, aber es wird jetzt ein bisschen mehr für die Rennen, weil die letzten zwei habe ich kein Highlight-Video gemacht, wie ich sonst immer gemacht hatte. Und deswegen jetzt ein bisschen ausführlicher. Ich hoffe, das frisst jetzt nicht zu viel Zeit, weil ich glaube, wir sind an den 45 Minuten dran. Und so lang soll das Ding eigentlich nicht werden, also Entschuldigung. Ich mache euch unten aber so ein paar Abschnitte. Also da könnt ihr dann immer draufklicken, in der Videobeschreibung, und da kommt ihr immer dort ran, wo ihr wolltet. Jetzt habt ihr gesehen, wie ich gerade den Fabio verarztet habe. Hier Night Power, da will ich rein, da will ich vorbei. Sehr, sehr aggressiv, aber völlig okay. So, jetzt gibt's wieder nächste Kurve. Keine Ahnung, wie ich glaube Schnabelkurve oder so. Die haben alle so komische Namen. Wir wollen wieder rein. Niklas verteidigt das hart. Zu Recht. Hat hier den kleinen Quersteher, fliegt fast ab. Kann das Auto abfangen.
Richtig stark, so. Fahren fast wieder drauf. Geht's weiter. Springen wir weiter, so, nächste Runde. Selbe Kurve, jetzt hat er den Fehler dort. Jetzt gehen wir rein. Wollen es klären. Über außen, Side by Side, total toll. Jeder lässt den anderen Platz, so. Und jetzt halt wieder ein bisschen den Ellenbogen jetzt mal ausgepackt. Hier, zack, Rad an Rad. Lass mich jetzt vorbei. Macht aber auch wieder nicht, also. Es gibt jetzt wieder einen Ditch aufs Hinterteil, weil ich wollte signalisieren, dass ich vorbeikomme. So, wieder eine Runde später. Gehen wir jetzt wieder zu zweit hier rein. Jetzt gibt es wieder einen kleinen Kontakt. War, glaube ich, okay. Und jetzt versuchen wir es hier irgendwie noch uns vorbeizudrücken. Jetzt haben wir DRS und jetzt, ja, gib ihn. Jetzt war es vorbei. Fabio zieht gleich mit, der Schlawiner. Und ja, fahr die Kurve ein bisschen eng und deswegen, okay. Ja, jetzt ein Punkt. Ich reg mich ja tierisch über Jan auf. Am Ende ist wieder meine eigene Dummheit. Jan dreht da den Kasi und ich bin geschädigt gewesen, weil sich vor mir immer Leute gedreht haben und ich bin raus und reagiere über Flügelschaden, rennen wieder eigentlich am Arsch. Komm raus, hinter Nike Power mit frischen Softs, der war halt vorher abgeflogen und geh vorbei, wieder. So, und jetzt hieß es Position gut machen. Jawohl. Safety Car, Gott sei Dank. Das hat mir ein paar Mal geholfen, ein paar Mal hat es mich gebumst. Hier hat es mir geholfen. So, Restart. Wir haben da Tristan und das ist mir im Rennen gar nicht so bewusst geworden. Ich weiß nicht, ob ich den Tristan dort wirklich abgeräumt habe, weil ich zu wenig Platz gelassen habe. Hat sich danach nicht bei mir gemeldet. Hier gibt es erstmal den kleinen Kontakt. So, und ich weiß nicht, ob das jetzt meine Schuld war, dass er dort abfliegt. Ich weiß es halt wirklich nicht. Wenn ja, Tristan, tut mir leid. Mach das nicht mit Absicht. So, Kasi! Jo, wieder angeflogen gekommen. Gehen noch ein bisschen in den Windschatten. Kasi merkt das schon und bremst hier verdammt früh. Ich glaube, da hat er mich einfach ziehen lassen. Und wieder hinter Fabio, hinter Iceman. Und Barrel Racing. So, Barrel Racing war dann, glaube ich, abgeflogen irgendwann. Und jetzt gehen wir an Iceman vorbei. Reifenvorteil, ganz klar. Der Medium war hier schlecht. So. Ne, Barrel Racing ist dort noch vor Jan, tatsächlich, das war das ein bisschen später. Siehste, ja genau, jetzt gehen wir nämlich, glaube ich, erstmal an Barrel Racing vorbei hier. Genau so war das, es kommt erst viel, viel später, wo der abfliegt. Aber hier sehen wir es auch wieder, halt der Punkt, ich komme halt, habe mich immer versucht, besser für die Kurve zu platzieren und gehe dann hier einfach vorbei mit DRS und der Software war halt so OP. Jan macht jetzt hier einen Fehler und ja, gib ihn, gehen wir gleich mit vorbei. Und jetzt kam halt was, wo ich mich in meinem schriftlich niedergelassenen Rennbericht, kommt jetzt gleich die Aktion, jetzt verarzt man erstmal hier seine Klausen, den ehemaligen Vize-Champion, das sind zwei, meine Fresse, war der eine Gurke, Alter, war der eine Gurke die Saison. So, aber wir gehen direkt an Sonne vorbei, können halt ein bisschen später bremsen und gehen da halt ganz locker vorbei. Jan zieht mit und dann, ich hatte mich in meinem schriftlich niedergeschriebenen Rennbericht ein bisschen aufgeregt darüber, warum wir das machen. Wir haben vor 2,5 Sekunden ungefähr, so 2,3 Sekunden, zu Krausinho und Costa. Kämpfen macht keinen Sinn, die sind auf den schlechteren Reifen. Wir müssen eigentlich zusammenarbeiten, um dort ran. Aber Jan will kämpfen. Warum will Jan kämpfen? Es macht keinen Sinn, bleibe ich nach wie vor dabei. Ja, kämpfen macht Spaß, aber es muss halt Sinn machen. Hier, keine Ahnung, da will er mich scheinbar auf der Gegengeraden dann wieder überholen mit DRS. Ja, hat nicht funktioniert. Ihr seht den Abstand. 2,3 Sekunden. Wir sind in Runde 30. So, jetzt sind wir am Ende von Runde 30 und wir sind nur noch 18. nach vorne. Also, wir waren halt wirklich deutlich schneller. Schnellste Rennrunde. So, und jetzt sind wir an Dennis und Costa dran. Ja, und ich hatte jetzt die Idee, hat ein bisschen ERS gespart. Und wollte jetzt hier unbedingt vorbei, aber Dennis hat dieselbe Idee. Costa ist hier mit 1-1er Flügel gefühlt gefahren. So, Costa drückt sich jetzt, Dennis drückt sich vorbei. Und jetzt will ich das Momentum mit ausnutzen und vorbei. Und was jetzt passiert? Ist einfach selten dämlich. Also. Meine Fresse, Alter, war das unnötig und dumm, Alter. War das unnötig und dumm, Alter. Okay, copy that. Ich bin so behindert. Ich höre mir Rote. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Draußen bleiben, meinst du?
Mensch, bleib doch einfach auf deiner Linie, ey. Ei. Meine Fresse, ich könnte mich nur über mich selber aufregen. Ich verliere. Ihr hört selber, ich habe mich massiv über mich selber aufgeregt. Das war schon, so dumm. Ich bei Dennis entschuldigt. Es ist einfach so dumm gewesen. Aber ich würde einfach sagen, das war Rache für Japan, Dennis. Nein, war es nicht. Ja, jetzt kommt eine Szene mit Schmalzel, das war auch wieder sehr. Und ja, oh, wir gehen wieder DNF. Hat halt den Hut auf, wie ihr gehört Schade. Habt. Fickt euch, Alter. Saisonfinale! Rennen Nummer 8, Mexiko. Auch da, Katastrophe. Letzter Platz am Start, vorletzter Platz. Wir lassen ja Andi, es war ein scheiß Start. Also, schlechtester Start, EU West. Zu dem Zeitpunkt habe ich mit dem Kapitel 7-2 eigentlich abgeschlossen gehabt, weil ich mir sicher war, dass Nike Power und Sonne Klausen, die 0 Punkte hatten, diese Gurken, mich noch einholen werden. Ich war, was das angeht, jeder, der mich kennt, weiß halt, dass ich jemand bin, der sehr, sehr wenig für die Rennen macht. Da komme ich dann noch zu meinem Fazit dazu. Hat man eigentlich einen ziemlich guten Start. Also, was ist ein guter Start? Also, wir waren halt wieder dran, haben halt 2 kassiert gekriegt. Gehen jetzt hier noch an Marco Rosset vorbei. Also, hätte auch noch länger stehen bleiben können. Ich hätte die sowieso wieder gekriegt. Jo, und jetzt waren wir im Train. Hinter Tristan, James Bond. Und hier ein Manöver. Meine Fresse, bin ich geil. Aber man sieht auch, Tristan, mit dem kann man auch Rennen fahren, weil er lässt halt den Platz, er lässt den Raum. Das funktioniert nur, wenn es beide wollen. Und super Manöver. Also ab und zu kann ich das Spiel. Muss man so sagen. Ja. Dann haben wir einen Sprung. Runde 10. Und da vorne sind Iceman, Marcel und Kasi. Und also nach dem, was jetzt passiert, habe ich den Entschluss getroffen. Ich wollte eigentlich bis Runde 18 oder so fahren mit dem Medium. Ich habe hier den Entschluss getroffen. Das ist mir zu doof. Ich verliere Unmengen an Zeit. Ne? Die können ja nichts dafür, wir fahren Rennen, aber ich hätte halt deutlich schneller gekonnt tatsächlich. Ich versuche es hier noch an Marcel irgendwie. Das geht nie. Und ich treffe hier den Entschluss. Okay, ich gehe in die Box und hole mir den Soften. Ich mache jetzt den krassen Undercut. Okay, jetzt mach ich schneller, Marcel fragt, ob alles gut war. Ich habe ihn eigentlich geantwortet, aber ich Idiot hatte noch das Headset gemutet zu dem Zeitpunkt. Halt passiert auch nur mir. Ja, dann springen wir in Runde 12. Sorry, Marcel. Sorry. Gibt es eine kleine Konversation zwischen mir und Sonne Klausen? Martin, was war das für eine Linie? Ich weiß bis heute nicht, was er davon gewollt hat. Was war das gerade für eine Linie? Wieso, was für eine Linie? Das sah so komisch aus, was du da gefahren bist. Hä? Ich war auf der Strecke, wenn du das meinst. Okay, dann sah es aber so aus. So, also ich weiß nicht, was er da von mir wollte, aber keine Ahnung. So, dann ging Lach-Lach-Totlach zu seinem Boxenstopp. Den kriegen wir hier noch. Wir haben uns dann ein paar Mal hin und her zurück überholt. Eigentlich quasi jede Runde fast auf der Geraden, so dass es keine Zeit kostet. Weil wir halt vorne an Iceman wollten, ran wollten, weil Andy war einfach zu schnell. Ich bin noch stolz, Runde 15 noch keine Zeitstrafe. Also auf der Strecke, Chapeau. Das hatte sich dann ein paar Runden später erledigt, da hat man schon 6, also. So, jetzt halt wieder so ein Dings, Lach-Lach-Totlach. Dahinter, und dort steht halt ein Klassiker, der Jan, ZRL. ZRL steht nämlich für DNF. Safety Car, reg mich ein bisschen auf. Bla 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 bla. Ja. Auf jeden Fall. Hat uns halt wieder ein bisschen geholfen. Jetzt haben wir hier halt einen Restart. Ja, darf ich jetzt vorbei, wenn ich... Die Kontroverse zwischen Nike Power, weil er da irgendwie nie überholen kann und fällt halt zurück. Was schlecht war, weil Nike Power musste Fünfter werden. Wir erinnern uns. Ja, super, ne? Jetzt bin ich Zehnter. Wir erinnern uns. Weil ich nicht wusste, dass ich vorbeifahren darf. Naja. Liebe Runde. So, springen wir noch ein bisschen. Auch, es war so ein Zweikampf, wo ich sage, ja, es passiert. Es passiert. Ist jetzt für mich nichts Strafbares. Niklas fragte gleich nach, ob das okay ist. In meinen Augen war es okay, aber ich bin kein Steward. Müsst ihr entscheiden, ob es okay war, ne? Wir hatten die Aktion gegen Lachlach ausgesehen. Ich bin ein bisschen heck weggucken. Ja. Hat halt abgekürzt, aber in der Kurve ist das logisch normal. Okay. Martin, du drückst doch. Nein.
Also hab am Anfang der Geraden gedrückt, ja. So, wir springen eine Runde N30 hier, ohne ERS, ohne DRS, einfach, also mit DRS natürlich, Entschuldigung, an Nike, wieder an Lachlach, Totlach vorbei. Ich hab's halt irgendwie mit Nike Power. So, jetzt springen wir in Runde 32. TTL Ruffy hatte ich mich kurz vorher aufgeregt, weil er wie ein Wani zurück auf die Ideallinie ist und ich deswegen eine Strafe, eine Verwarnung fresse. Ich quittiere das natürlich dementsprechend mit einem Spruch. Wie gesagt, nehmt's nicht ernst. So, dann Schmalze, der auf dem Medium war, der halt auch besonders in Mexiko noch schlechter ist als in Brasilien tatsächlich für meine Verhältnisse. Jo, Nike Power vor uns, Senna-Fan, und jetzt hieß es, boah, Senna-Fan, jetzt Teamkollegen verbraten, jetzt habe ich mich daran gearbeitet und ich war kurz davor, ihn zu bekommen. Wir haben uns rangearbeitet, sind im DRS-Fenster und jetzt treffe ich den Körb falsch. Oh, ich bin tot. Das ist so ärgerlich. Überraschung. Ja, das war meine Saison. Und sie war halt mal wieder eigentlich nur von Tiefen geprägt tatsächlich. Ich konnte ab und zu ein bisschen glänzen, aber sie war halt nicht gut, sag mal so. Und das ist irgendwie, das zieht sich wie ein roter Faden bei mir. Aber kommen wir jetzt erstmal zur Tabelle. Wir fangen unten an mit den Absteigern. ZL Raffi, Nike Power, Berenza hat vorher gesagt. Ich muss raus! Ja, und ja, mit Nike Power und ZL Raffi müssen zwei Jungs runter, die eigentlich in diesem Zoo gehören, aber da habe ich auch was vorbereitet. Ja, aber für die hat das kein gutes Ende genommen. Weißt du was? Lassen wir uns doch einfach schnappen. Ich habe einen guten Anwalt und er sagt, wir kriegen schlimmstenfalls 8 bis 10 Jahre. Und wenn wir rauskommen, haben wir immer noch den Rest unseres Lebens vor uns. Ah! Lebt wohl, grauenhafte Frauen. Ja, aussteigen tun Schmalze, Costa, hochverdient. Hochverdient. Ja, und Stefan, also ORC Senna-Fan, und ich kenne niemanden, der sich mehr verdient hat. So, brauchen wir nicht drüber diskutieren, lasse ich auch nicht mit mir reden. Ja, das war also die 23. Teilsaison. Und ja, kommen wir jetzt so ein bisschen zum Real Talk, ja, zum Saisonfazit tatsächlich. Ja, und was soll man sagen? Ja, die Saison fing halt denkbar ungünstig für mich an, wie gesagt, Lenkrad kaputt, dann fängst du halt mit, ja, wie sagt man so schön, mit Rückstand, Trainingsrückstand halt an, den konnte ich dann zu Belgien aufholen, ja, aber auch dort dann immer wieder dumme Fehler, teilweise dann auch die Motivation halt komplett flöten gegangen, und ich glaube, das ist ein allgemeines Problem bei mir, dass die Motivation ziemlich schnell flöten geht, weil ich nicht so diese Leidenschaft, diese Passion, diese Motivation habe, mich konstant lange auf eine Sache zu fokussieren. Also in dem Spiel jetzt gesehen tatsächlich, außerhalb ist das ein bisschen anders. Ne? Da beneide ich ein bisschen Stefan, Jan, ja, wen noch? Paxi, Max, teilweise den Mucker, den alten Schwaben, ja, und viele andere, die sich da wirklich reingehen und besser werden wollen. Das letzte Teilsaison, also die 22. Da waren es tatsächlich die ersten drei Rennen, wo es dann halt, wo ich mich mal wirklich reingekniet habe, da waren die Ergebnisse, finde ich, und die Leistung auch gut. Und dann kommt halt immer dieser Bruch. Und ich glaube, wenn ich das in den Griff kriege, dann ist vielleicht da mal mehr drin, aber ich weiß es halt nicht, ob das je möglich sein wird, weil ich kenne mich selber. Es ist halt eine Schwäche, eine Hybris, die mich halt schon immer verfolgt, die ich halt nie abgestellt kriege. Ja, aber wir gehen trotzdem die nächste Saison an. Dann wird es tatsächlich seit langem mal wieder eine Saison sein ohne Stefan, weil wir ganz bitterböse auseinandergerissen werden, wie ihr jetzt seht. Aber Sie sagten, ich bin cool. Haben Sie das nur so gesagt? Ha!
haben Sie das nur so gesagt? Du hast Hausarrest! Und wer bestimmt das? Ihr habt's gesehen. Also ich gönne es Stefan vom Herzen, weil das hat wirklich niemand mehr verdient. Der macht so viel, das ist... wurde halt viel belächelt. Jetzt lächeln da nicht mehr so viele Leute. Dann wird halt wieder geredet, ihr wisst ja, wie es ist. Aber egal, Stefan, du machst das. Jetzt geht's in deine Reha und dann verbrätst du die ganzen Sim-Ains-Spackos da oben. Nee, gönn dir, wird auf jeden Fall lustig. Kommen wir noch zu einem Punkt. Ich habe einen neuen Teamkollegen natürlich, weil Stefan weg ist. Es waren harte und zähe Verhandlungen, dass ich die Fahrerpaarung, die schon lange besteht, auseinandergebrochen habe. Im Endeffekt seht ihr jetzt noch einen kleinen Clip von den Verhandlungen. Wow, das ist ja wirklich eine schöne Wohnung. Ist das dein Hund? Ja, ist er nicht der allerschnuckligste Schnuckelmucke? Guck doch, wie schnucklig er ist. Ja, er ist sehr schnucklig. Ja, so ein Schnuckel. Ja, so ein Schnuck, 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 Schnuckel. Guck ihn an, guck doch, guck ihn dir an. Okay. Guck ihn dir an, guck ihm ins Gesicht. Komm schon, guck ihn dir an, guck. Du guckst ihm jetzt in sein Schwanzgesicht. So, ihr seht, Kasi. Ich habe Kasi endlich von Dennis losgeeist. Ja, und Kasi, da kann ich bloß sagen, seitdem ich in den ORC zurückgekehrt bin, fahre ich fast jede Saison mit Kasi zusammen. Also jetzt nie im Team, aber gegeneinander rennen und so. Und das ist beim Kasi weiß ich, woran ich bin. Der ist ein super Typ, ist ein fairer Fahrer, Rennen macht mit dem Spaß. Und wir bewegen uns auf demselben Niveau und das ist halt witzig. Also Kasi ist tatsächlich einer der Punkte, den muss ich immer schlagen und jetzt als Teamkollegen umso mehr und vielleicht pusht mich das ja noch ein bisschen. Am Ende, ganz am Ende von dem Video, ich quatsche schon wieder viel zu lange, ist es noch Zeit, Danke zu sagen. Ja, an wen? An Stachi, an Daniel, an Harry für die Arbeit bei den Rookies im Allgemeinen. Das hat mega Spaß gemacht, die Saison mit euch. Ihr seid alles echt tolle Leute und das hat Spaß gemacht. War super, echt toll. Bei den Admins, dass sie das, keine Ahnung, ob die so, ich will nicht sagen, dieses Vertrauen oder ob die einfach bloß wahnsinnig sind, ne? dass die mich auf die Rookies losgelassen haben. Aber ich glaube, wir sind gerade auf einem guten Weg. Vielleicht trägt das Spiel auch mit dazu bei. Vielleicht ist es aber auch die Art, wie die Leute in Empfang genommen werden. Also wir bemühen uns da, die Admins, da ist viel Vertrauen gegenseitig da. Da ist auch allgemein mal Danke zu sagen. Und jetzt gerade, wo diese heiße Phase jetzt vorbei ist von Liga-Einteilung, Rennkalender, gut, Rennkalender, der Rennkalender, da war ja arschklar. Also das, ich habe 99% vorhersagen können, weil es einfach war. Nein, aber wir müssen hier mal die Admins, könnt ihr wieder sagen, Arschkriecher Martin, ist mir scheißegal, aber da muss man den Hut ziehen. Ihr wisst teilweise gar nicht, was das für eine Arbeit ist. Und das ist halt der Punkt. Das ist enorme Arbeit. Die machen die Admins, ich bei den Rookies oder wir bei den Rookies. Wir machen das. Wir kriegen es nicht bezahlt. Wäre super. Könnte ich als Job angeben. Und wir machen es aus Leidenschaft. Also weil der ORC halt für mich und für viele andere eine Liga ist, die halt auch ein bisschen zu unserem Leben gehört. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Stefan vorneweg ist einer meiner besten Freunde geworden, auch über den ORC hinaus. Tobias, Yogi, ja selbst mit Diego komme ich klar, mit der alten Butterbirne. Das ist halt, man kennt sich und ich finde, es ist eine gute Liga. Natürlich gibt es wie in jeder Familie Streit, aber hey, das gehört dazu. Und einfach danke für die Arbeit in der Saison, für die Hilfe, wenn man Fragen hat. Und ich habe immer viele Fragen, immer super geantwortet, keine Probleme oder so gehabt. War einfach total toll und dafür wollte ich Danke sagen. Und jetzt halte ich wirklich meine Schnauze, weil jetzt ist es vorbei. Das Video geht viel zu lange, ich wollte bloß 30 Minuten machen. Es quatscht mich immer noch im Kopf und deswegen, Jungs, ich wünsche euch allen eine schöne besinnliche Weihnachtszeit. Wir haben zwar noch ein Rennen, aber danach versucht einfach ein bisschen das entspannter zu sehen. Genießt die Adventstage in dieser Zeit und jo, wenn es euch gefallen hat, Kommi, Like, Abo, Glocke aktivieren, ja, und dann gib ihm. Wir sehen uns auf der Strecke. Ciao.